Ich möchte Ihnen hier mit einem sehr interessanten Kanal vorstellen. Vielleicht kennen Sie ihn auch schon. Und das ist Robin TV, der jeden Donnerstag um 21 Uhr eine Live-Sendung bringt. Hauptsächlich über die Elektromobilität. Sehr jung, erfrischend und sehr interessante Themen. Und wir unterstützen einfach die erneuerbaren Energien. Nur die Firmen dürfen sich bei uns hier ansiedeln. Genau, ist alles nur Kopfproblem. Okay, genau. Und wie bietet ihr die dann an, die Autos, dass man die sich da ausleihen kann? Macht ihr dann irgendwelche Touren und Veranstaltungen, um die Leute zu überzeugen? Audi, da gibt es viele so Dinge, die sich da ständig zeigen. Und mir macht das Angst, ja? Wenn ich sehe, was nicht passiert. Das tut mir eigentlich weh und ich habe die Stadt wachsen sehen mit dieser Company. Da gab es einen Slogan oben drüber, der heißt Vorsprung durch Technik, den sehe ich derzeit nicht. Ja. Wenn sich dieser Vorsprung durch Technik spiegelt in LED-Varianten, was die Lichter betrifft, dann ist das für mich nicht unbedingt das, was ich erwarte. Ja, es gibt ja sogar eine ganz neue Start-up-Szene in Deutschland sogar, auch wenn die noch nicht so groß ist, aber sie gibt es. Zum Beispiel Stichwort Sono Motors mit dem Sion. Super interessantes Konzept, wie ich finde. Und eben zum Beispiel jetzt auch Ego in Aachen, die ja auch produzieren. Reingeschossen hat an electrics@robin.tv. Wenn ihr da Tipps habt, dann immer her damit. Liebe Grüße auch an Ulf, der jetzt wahrscheinlich auch zuschaut. Er schreibt, was ist nur mit VW Müller los? Und zwar, jetzt kommt ein Zitat eben von VW-Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir Sinn und Zweck der Dieselsubventionen hinterfragen sollten. 6.500 Kilometer. Und wie viel Reichweite hat der Twizy mit einer Ladung? Der Twizy hat tatsächlich nur eine Reichweite von 70 Kilometern ungefähr. Das heißt, du musst das oft nachladen. Ich muss sehr oft nachladen, genau. Aber auch nur, wenn man ihn sehr sanft fährt. Also tatsächlich kann man auch eine Reichweite von 30 Kilometern haben. Okay, und jetzt bist du aber, ne, so habe ich deinen Kanal zumindest wahrgenommen, voll auf Elektromobilität. Du hast da selber in dem Bereich ganz viele spannende Projekte. Da kommen wir auch später nochmal zu deinem Drive Tesla Projekt irgendwie. Ich möchte aber erst mal die Fragen von den Zuschauern gleich mal hier dir stellen. Und dann kommen wir auch nochmal auf weitere Geschichten. Also du bist da voll leidenschaftlich in dem Thema drin, ne? Also am 14. August bin ich los und ich bin am 27. September, meine ich, zurückgekommen. Also so ungefähr, ja. Also. Und hast viel erlebt auf der Tour, oder? Anschiff. Du hast den Automobilherstellern, den Renommierten, auch ein bisschen Sorge gemacht inzwischen. Als der Street Scooter kam und als die Idee geboren wurde, da bin ich nicht ganz unschuldig dran, muss ich dazu sagen. Ja, super. Diesen Deal eigentlich eingefädelt. Ich war total begeistert, ja. Und schon ging's los. Und jetzt kommt der Oberhammer. Jetzt kommt echt der Hammer. Jetzt haben sich verschiedene Politiker dazu gemeldet. Normalerweise unterstellt man ja immer, dass die Industrie hier die Politik ordentlich beeinflusst. Da war es dann um mich geschehen und dann war mir klar, Tesla ist eigentlich das Auto, was man nicht nur haben will, wo einfach gezeigt wird, wie Elektromobilität funktionieren kann. Mhm. Und ich sage dann immer, deshalb habe ich dann nie so ein Leaf oder Zoe ausprobiert, weil ich einfach dann auf diesem Level dann plötzlich schon war. Ist ganz traurig über die Aussage von Herrn Müller. Sie will die Dieselsubvention auf gar keinen Fall antasten, hat sie direkt gesagt. Ja? Also da war ich baff. Ja? Ich hätte mir das andersrum. Und dann von dort wieder zurückzugehen, ist immer sehr schwierig. Ja, es haben allgemein viele, gibt ja auch so Zitate, ne? Wenn du einmal das gemacht hast, wenn du das einmal gefahren hast, dann kannst du nie wieder zurück. Korrekt. Das machen wir jetzt gleich. Und natürlich an Siegfried Huemer, nicht Hümer, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern Huemer. Ja? Und ihr könnt uns nicht nur, da wollte ich jetzt eine schöne Überleitung machen, ihr könnt uns nicht nur E-Mails schicken, ihr könnt uns natürlich auch echte Dinge zuschicken. Ja? Sondern schickt das bitte an meinen Namen. Ich blende den nochmal ganz kurz ein. Hier seht ihr, ich bin Robin Schmid. Ja, also wenn ihr uns was zuschicken wollt, dann bitte am besten, oder ihr schreibt Robin TV GmbH zu Händen Robin Schmid, ja, und dann die Adresse dazu. Die findet ihr natürlich aber auch im Impressum bei YouTube. Die findet ihr auch auf der Homepage robin.tv. Das muss ich mir jetzt live angucken. Und da haben wir ein Päckchen bekommen von Siegfried Huemer.
So, ich muss das jetzt nochmal wiederholen, weil ich habe Hümer immer gesagt. Ja. So, sieht man dich schön? Ja, man sieht mich perfekt. Okay, super, dann machen wir. Darf bloß nach unten gucken. Wenn es um Päckchen geht, bist du immer am Start, oder? Ja, das will du bist so ein Päckchenverliebter, oder? Ich liebe es, wenn Leute uns was zuschicken. Ja? Zum Beispiel, Stefanie hat erzählt, dass ihr Paket noch irgendwo festhängt. Wie festhängt? Es ist aber auf jeden Fall raus. Ist das, kommt das dann aus Österreich oder aus Deutschland? Das kommt aus Deutschland, glaube ich. Okay. Also, ja, müsste Stefanie. Weil das kam jetzt, glaube ich, aus... Das ist auch aus Deutschland, glaube ich. Nee, hier, Österreichische Post AG. Oh, aus Österreich. Ja. Vielleicht kommt ja auch mal ein Paket an Max an, dann darfst du es aufmachen. Ja, bitte. Oh, ich darf ja die Adresse von Siegfried nicht einblenden. Stefanie hat wohl auch Socken für mich geschickt, glaube ich. Guck mal, in Zukunft müsst ihr dann zwei Pakete schicken. Eins an Max, eins an mich. Nein, Quatsch, ich mache nur Spaß. Natürlich. So. Nichts mit Spaß. So, guck mal, da steht sogar ein Brief. So, und zwar steht da, Absender Siegfried Huemer, sigulus.at. Könnt ihr mal draufgehen, hat auch eine Webseite. Hallo Robin, hallo Max. Oh, guck mal, doch hallo Max. Doch an mich. Jetzt habe ich sie doch verschwiegen. doch auch an dich. Hier wie angekündigt zwei T-Shirts. Ich hoffe, die Größen passen. Umtausch möglich. Das ist ja lustig. Viel Spaß damit. Falls jemand ein Shirt möchte, bitte eine E-Mail an sigi.huemer@gmail.com schreiben. Also sigi, sigi.huemer, huemer, @gmail.com. Habt ihr bestimmt jetzt verstanden, oder? Liebe Grüße, Sigi Huemer. So. Kannst du dir wieder eine Elon-Maske damit bauen? Guck mal, ich kann mal. Kann man so ins Bild kommen? Oh, ich finde, mit so einem Karton siehst du richtig gut aus. Wieso rennst du nicht immer so rum? Oh, guck mal, da sind sie, die T-Shirts. Wow, guck mal, sogar noch hier in so eine. Oh, und? Oh. Da ist es. Ach, wie geil! Und jetzt seht ihr das. So, Live-Unboxing. Guck mal. Sieht man das? Ja. Guck mal, aber auch hier im, warte mal, das ist XL, das müsste für dich sein. Nein, Quatsch. XL ist eine M. Nee, L und M. Ich gehe mal davon aus, dann ist M für mich und L für dich, oder was? Ja. Obwohl ich so inzwischen auch L tragen könnte. Sag mal, du bist aber auch groß. Ja, ne? Guck mal. Weißt du was? Du beschäftigst die Zuschauer noch ein bisschen und ich ziehe das Ding direkt. Ja, mach mal. Ja. Finde ich super. Ja, aber es war schon immer mal mein Traum, dass ich ein T-Shirt trage, wo mein Gesicht drauf ist. Ironie aus. Nein, ich mache nur ein bisschen Spaß. Aber eigentlich wäre das ja so Mitarbeiter-T-Shirts, oder? So, entweder läuft Robin rum oder die Mitarbeiter laufen mit Robin auf dem T-Shirt rum. Ich finde es total süß. Vielen Dank, lieber Siegfried. Da hast du dir echt Mühe gemacht. Und du hast sogar noch ein YouTube-Video dazu gemacht, das ihr euch angucken könnt auf dem Kanal. Super. Guck mal. Das ist aber ein richtig guter, hochwertiger Aufdruck hier. Das muss man ja dazu sagen. Darf man das überhaupt in die Waschmaschine machen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss mal ehrlich zugeben, das ist heute das erste Mal, dass ich mich während einer Live-Sendung ausgezogen habe. Und das erste Mal, dass ich Dinge sehe, die ich nicht sehen wollte. Und jetzt machen wir hier mal runter. Das gesehen, auch zu lügen. Tada! Oh, da habe ich ja, ist kalt hier drin. So, also, man könnte ja meinen, du bist durchtrainiert. Nein, bin ich echt nicht. Nur gut tätowiert. Nee. Ja, aber guck mal, jetzt, guck mal, so kann es aber eigentlich bleiben, oder? Guck mal, jetzt ist hier der Kopf. Das ist eh unwichtig. Jetzt haben wir echt. Falls ihr euch wundert, wieso wir immer da runter gucken, wir sehen uns praktisch hier im Laptop selbst. Muss ich das jetzt jedes Mal tragen? Ja. Aber dann bitte in S. Aber es ist schon ein L grenzwertig. Naja, gut, ich bin auch grenzwertig. Mensch, du darfst dich nicht selber dissen. Ich muss das machen, Max. Ich nehme mir einfach den Wind aus den Segeln, dann hast du keinen Gesprächsstoff mehr. Habe ich schon gesagt, vielen lieben Dank, lieber Siegfried Huemer. Vielen Dank fürs Zusenden dieser T-Shirts. Das ist so eine liebe Geste, das ist so toll. Du schreibst auch immer so nette Nachrichten, nette E-Mails. Das ist einfach toll, ja. Das muss ich wirklich auch sagen, ja. Egal, ob das jetzt hier T-Shirts sind, ob das irgendwas ist, es geht ja um die Geste.
Geste am Ende. Und die Geste bedeutet uns persönlich wirklich viel. Ihr könnt euch gar nicht, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie wir uns freuen, wie die kleinen Kinder, die wir ja im Prinzip sind, wenn wir hier so ein Paket entgegennehmen. Boah, da ist ein Paket gekommen, voll cool. Und es ist ja jetzt auch schon ein paar Tage hier und wir haben uns extra gezwungen, es nicht auszupacken, sondern wir haben gesagt, wir machen das live in der Sendung. Ja, und dieses Versprechen haben wir gehalten, aber wir freuen uns natürlich tierisch. Vielen lieben Dank. Vielleicht kann ich das hier irgendwo, kann man das hier irgendwo hinmachen? So? Nee, ist schwierig, ne? Ah doch, so kann man es ein bisschen hinlegen. So sieht man so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht kann ich das noch ein bisschen hoch machen. Das ist natürlich jetzt spontan, warte mal, so, hier nehme ich mal ein paar Sachen raus, ein paar Spiele. Machen wir das jetzt spontan hier ein bisschen so, dann sieht man das auch. So. Ich könnte mich auch einfach als Halter hinstellen für den Rest der Sendung. Sieht man es so? So sieht man es. Guck. So, so, so ist es ein bisschen im Bild. So. Als Halter hinstellen. Da hast du deine wahre Berufung gefunden, oder? Halter. Und was machst du? Ich bin ein wichtiger Bestandteil der Live-Sendung. Ich halte Dinge. Weißt du, was du am besten mal hältst? Na? Die Klappe! Warum habe ich den eigentlich nicht kommen sehen? Da würde ich mal sagen, klick, ist das Mikrofon wieder aus? Ja, wir machen ja immer, wir haben ja immer Spaß, das ist wichtig, ja, sonst ist ja langweilig. Auch links unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Dann bis bald, bis zum Hobbin-TV, nächsten Donnerstag. Ciao.